Moin, meine Damen und Herren. Geld regiert die Welt. So heißt es landläufig. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen auf die Reise zu unserer Notgeldsammlung. Das Stadtarchiv Rendsburg verwahrt in seinem Münzkabinett und dem Nachlass Sönnigsen etwa 46 historische Notgeldscheine für das Coding Da Vinci Projekt, ergänzt durch Objekte der Privatsammlung Jeckel. Das Notgeld stammt zur Hauptsache aus dem Raum Rendsburg und der Gemeinde Stedesand in Nordfriesland. Zu sehen sind auf den Scheinen beispielsweise die Rendsburger Hochbrücke oder die schleswig-holsteinische Doppeleiche, das friesische Wappen mit dem Spruch Levadüt als Slav. In den Scheinen von Büdelsdorf kann man Anspielungen auf die historische Funktion des Ortes als Hinrichtungsort erkennen. Ebenso sind dort Motive wie die Karlshütte zu finden. Es bieten sich insgesamt vielerlei Anwendungsmöglichkeiten für unsere spannenden Objekte.